März. Sonntag. Ich habe gelesen, dass Könige und Pharaonen früher mit ihrem ganzen Reichtum beerdigt wurden. Damals dachte man wohl, man könnte seine Sachen ins Leben nach dem Tod mitnehmen. Oh Mann! Wenn ich mal mit meinem ganzen Zeug begraben werde, könnte es sein, dass ich das später bereue. Was soll ich mit den ganzen Sachen? Mom zwingt mich, bei mir aufzuräumen und alles auszusortieren, was ich nicht mehr brauche. Zuerst fand ich die Idee gut, bis mir klar wurde, wie viel Kram ich wirklich habe. Den ganzen Morgen habe ich mich durch meinen Schrank gewühlt und es ist verrückt, was da alles drinsteckt. Und nichts davon war irgendwie geordnet. Eigentlich habe ich seit unserem Einzug alles einfach nur reingeworfen. Ich fand eine Spielzeugrakete, die ich zum 10. Geburtstag bekommen hatte, ein Halloween-Kostüm, das ein paar Jahre alt war, und ein Haufen anderer Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie noch hatte. Ein Sticker-Sammelalbum. Da war ich in der 3. Klasse. Ich grub weiter und fand sogar Sachen aus dem Kindergarten wieder. Zum Beispiel einen Fisch, den ich gebastelt hatte. Früher habe ich total gern gebastelt. Und wenn einer sich deswegen über mich lustig gemacht hat, gab's eine Portion Glitzer ins Gesicht. Da hast du's! Das ist mein Daddy! Ein anderes Projekt, das ich in meinem Schrank wiederfand, war ein Geschenk, das ich mal für meine Mom gebastelt hatte, ohne es ihr zu geben. Es war eine Papierblume mit einem Foto von mir in der Mitte. Das Ganze war an einen Eisstiel geklebt. Ich habe die Blume damals in einen kleinen Topf mit Erde gesteckt. Leider bin ich damit auf der Treppe gestolpert, als ich von der Schule nach Hause kam. Hoppla! Deshalb habe ich Mom die Blume nie gegeben. Als ich heute fertig war mit Ausräumen, meinte Mom, ich soll alles in 3 Stapeln sortieren. Einen zum Behalten, einen zum Spenden und einen zum Wegwerfen. Aber ich dachte mir, wenn ich meine Sachen schon weggeben muss, kann ich damit auch ein bisschen Geld verdienen. Also beschloss ich, in unserem Vorgarten einen Flohmarkt zu veranstalten. Das ist eine großartige Idee. Ich habe hier eine Zeitschrift mit vielen Tipps, wie es richtig geht. Familienspaß. So wird dein Flohmarkt super. 50 heiße Tipps und Tricks. Aber alle Vorschläge in der Zeitschrift waren total blöd und altmodisch. An einer Stelle wurde erklärt, wie man Schilder bastelt, um die Leute anzulocken. Und alle Beispiele waren echt langweilig. Cooles Zeug, Ausverkauf, Flohmarkt, Samstag 8 bis 11 Uhr. Flohmarkt, hier entlang. Ich wusste, wenn ich wirklich wollte, dass jemand zu meinem Flohmarkt kommt, brauchte ich etwas, das auffälliger war. Also bastelte ich ein Schild, das ganz sicher funktionierte. $100-Schein auf Bürgersteig gefunden. Bitte abholen in der Silver Street 12 beim ehrlichen Finder. Ich machte ein paar Kopien von meinem Schild und wollte gerade nach draußen, um sie aufzuhängen, als Mom mich noch vor der Haustür abfing. Greg Heffley, komm sofort zurück.